Hallo, liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, und herzlich willkommen dieses Mal nicht aus dem Freizeitpark, sondern hier aus meinem Auto. Für uns geht's heute mal rüber nach Frankreich, und ich merke irgendwie schon, dass dieses Jahr ganz im Zeichen von französische Freizeitparks steht. Wir fahren nämlich rüber ins benachbarte Elsass, das ist so 10 Minuten von uns entfernt, und da entdecken wir heute einen Park, in dem Susi noch nie war und ich das letzte Mal vor 8 Jahren ungefähr, der sich seither ein bisschen entwickelt hat. Zuvor fahren wir aber die Vogese, nehme da noch einen Alpincoaster mit, picknicke etwas, und ich würde euch heute in diesem Videoblog mal mitnehmen in so einer kleinen Serie, die dieses Jahr, glaube ich, auf meinem Kanal ziemlich, ja, groß geworden ist. Ich zeige euch Parks, die eigentlich so fast niemand kennt und die mir gemeinsam entdecken können. Ich freue mich jetzt total. Auf geht's auf die französische Straße. Yay. So, wir sind an unserem ersten Ziel angekommen, mitten in der französischen Vogese, und so wie es aussieht, ist das hier das volle Skigebiet. Wir sind jetzt hier in La Bresse und da steht ein Alpincoaster, und ich habe mir gedacht, den kann man auf dem Weg mal mitnehmen. Sind jetzt am Ende doch 2 Stunden fast gefahren hierher und müssen nachher zu dem Park, wo wir wollen, nochmal eine knappe Stunde fahren, aber count is count, und deswegen nehmen wir jetzt mal hier einen französischen Alpincoaster mit. Also da kann sich so mancher Schwarzwaldberg mal eine Scheibe von abschneiden. Hier eine komplette Hotelpassage, hier ein Sessellift für Mountainbiker, so wie es aussieht. Dahinter ist eine Tubingbahn, hier auch nochmal so Rails für Mountainbike. Hier sind dann für den Winter so Förderbänder, hier ist ein kleiner Hochseilgarten. Da ist, so wie es aussieht, ein nicht aufgeblasenes Hüpfburgeparadies, und da ist das Objekt der Begierde, ein Alpincoaster von Wiegand, und den fahren wir jetzt mal. Also ich muss schon sagen, ich vertrete ja immer so ein bisschen die Meinung, dass gerade im Elsass so was hingestellt wird und dann wird es irgendwie vergammeln gelassen. Generell so ein bisschen mein Problem auch mit Frankreich, dass oftmals Sachen ungepflegt aussehen. Aber hier ist es das genaue Gegenteil, und verglichen mit allem, was ich bisher im Schwarzwald gesehen habe, so an den Hochstraßen und Pässe, sieht es hier mal sowas von moderner und gepflegter aus. Das ist ein richtiger Touri-Hotspot. Und ja, überraschend, es hat hier auch gerade nur 19 Grad, sehr angenehm nach dem heißen Wetter am Kaiserstuhl. Und jetzt fahren wir aber wirklich hier mit dem Alpincoaster. Schlitt Mountain heißt er hier. Und auf geht die wilde Rundpartie. Bremst verliert. Das ist ein ganz schön steiler Hang. Wow. Ja. Das war cool. Aua. Ups. Sogar ein überdachter Ausstieg. Fin de la piste de luge.
So, Coaster Count plus 1. Ich muss sagen, eine recht turbulente Anlage und total smooth. Also die fährt sich extrem ruhig. Ist aber, glaube ich, auch schon gute 12 Jahre alt. Ich finde es aber krass mit diesem Stationsgebäude, dass hier dieser, wie sagt man da dazu, dieses Wartegleis für die restliche Schlitte, dass das hier alles überdacht ist. Eine recht solide Anlage. Wir konnten jetzt durchheizen. An einer Stelle wird er tatsächlich überraschend schnell. Ich schätze, gute 1000 Meter lang. Der in Gutach und Todtnau nicht zu vergleichen. Gutach quält mir noch ein Stück besser. Aber trotzdem ein schöner Alpincoaster. Aber doch, wenn man alleine fährt, für 7 Euro eine ganz schön knackig teure Fahrt. So, Picknick auf knappe 1000 Meter Höhe. Susi hat was Schönes vorbereitet. Diese Peppa Pig Vespa-Dose, die ist echt ergiebig. Ich glaube, die ist aus dem Holiday Park, gell? Ja, und alle lieben die, weil die hat sehr viele Fächer. Moment. Tada. Wow, nicht schlecht. So, dann lassen wir es uns mal schmecken. Ich würde sagen, Picknick with a View auf dem Alpincoaster. So, das war jetzt echt ein schöner kleiner Zwischenstopp hier auf diesem Pass La Presse. Wohl absolutes Skigebiet im Winter, also hier geht es glaube ich richtig ab, wenn Schnee liegt. Und für uns geht es jetzt noch mal eine knappe Autostunde weiter, wieder in den Oberrheingrabe und zwar in die Nähe der Großstadt Ulbus hier im Elsass. Auf geht's! Wir sind wieder im Rheingrabe und zwar nicht an unserem finale Bestimmungsort, sondern auf einer Kirmes. Das ist ein bisschen kurios. Die Kirmes hat so halb offen. Kinderfahrgeschäfte öffnen hier wohl um 14 Uhr und die große Sache um 18 Uhr. Mir geht es aber in erster Linie um die Kinderfahrgeschäfte. Und zwar steht hier ein Count und zwar ein Wurm. Und ich würde sagen, mit dem fahren wir jetzt mal. Die Kirmes befindet sich übrigens in Mühlhus und geht noch bis zum 15. August, glaube ich. So, ganz nach hinten. Dankeschön. Das wird witzig. Sensation, Sensation, Emotion et Rigolade, Garantie, Première Place, la chenille, vous attend. Ah, Sicherheit muss sein. Es ist übrigens, glaube ich, wenn man mal von diesen ganzen Lunaparks absieht, die erste Kirmesachterbahn in Frankreich, die ich fahre. Oh, da ist der Wurm. Hey. Oh. Wie hieß es? La Attraction de Sensations, Emotions et Familiaire. Sensation, Sensation, Emotions et Rigolade, Garantie, Première Place, la chenille. Et maintenant, le plus grand trop. Oh! Oui! Ich hoffe, es brennt. Oh, es fährt noch eine Runde. 4 Euro hat die Fahrt übrigens gekostet. Ja, in Deutschland zahlt man so zwischen 3 und 3,50 Euro, glaube ich. Wenn man überlegt, in Frankfurt haben wir für die Alpiner Bahn 6 Euro bezahlt. Ja. Und fertig. 3 Runden. Nein, er fährt noch eine vierte. Verdammt. Oh Mann, da gibt es ja was für die Susi. Ey, das sieht richtig geil gestaltet aus, dieses Kinderfahrgeschäft. Wahnsinn. Nee, da fahren wir nicht mit. Da schnell ich keinen Count. Also so französische Kirmesse, das ist schon auch nochmal so eine Welt für sich. Es gibt unglaublich krasse Spiele mit unglaublich krassen Gewinnmöglichkeiten. iPads, iPhones, da war jetzt gerade so ein Stand, wo so ein kleiner Abarth drin stand, also ein Auto zum Gewinnen. Dann gibt es ja voll viel so Hüpfburge, so Kinderspielsache. Es ist auch Disney nachgemacht. Das ist aber auf deutsche Kirmes auch Standard. Und die ist wirklich riesig. Also das ist, würde ich sagen, doppelt so groß wie die Freiburger Mess. Also schon krass, wenn man überlegt, Mühlhus, das ist von uns aus, so vom Europapark eine Stunde entfernt. Ja, kann man sich schon mal angucken.
Alter, warum thematisieren die ihre Kinderfahrgeschäfte so heftig? Das ist ja nicht mehr normal. Oh Mann, ich glaube, auf dieser Kirmes steht einfach nochmal ein Count. Ich gucke jetzt mal, was der kostet. So viel Bargeld haben wir nämlich nicht mehr dabei. Ansonsten fahren wir den auch nochmal. Ich glaube es nicht. Ich habe gerade den Wurm echt mit Karte bezahlt. 4 Euro nochmal pro Person. Alles für den Count. Und es ist keine Grauzone. Achterbahnen mehr in der Tasche und jetzt machen wir uns endgültig auf den Weg zu unserem letzten Ziel und jetzt kann ich auch verraten, wo es hingeht und zwar in den Parc de Petit Prince. Der liegt von hier jetzt nur noch so 15 Minuten Fahrt entfernt zur Kirmes selber. Krass, ich habe auf keiner Kirmes so viele Laufhäuser, Bungee-Trampoline und Kinderkarusselle gesehen. Und Enteangeln. Und Enteangeln, genau. Trotzdem muss ich sagen, von der Atmosphäre, klar, es ist jetzt mittags, hat nicht alles auf. Aber so die Stände, die Essensstände, das sind deutsche Kirmesse doch nochmal anders. Das sieht alles optisch, ja, wie soll ich sagen, nicht so kitschig, nicht so ramschig aus irgendwie. Aber es war jetzt mal cool und es ist echt eine riesige Kirmes. Und wir sehen uns jetzt gleich beim Parc du Petit Prince. So, hier bin ich wieder zurück im südlichen Elsass bei mittlerweile 27 Grad. Es ist gute 10 Grad wärmer als oben in der Vogese. Und ich stehe jetzt hier am Eingang vom Parc du Petit Prince. Es ist der erste Park der Welt, der sich rund um das Thema Fliege dreht. Und ja, ich war hier schon mal 2014. Da hatte der Park noch nicht so viel zu bieten. Da war er noch relativ neu. Wobei das nicht ganz stimmt. Ich erzähle nachher mal ein bisschen was zur Geschichte von diesem ganzen Areal. Und ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Eigentlich finde ich es echt cool, dieses Jahr euch immer mal wieder in Parks mitzunehmen, die einen Großteil gar nicht kennt. Und ich glaube, genau so ein Park ist auch der Parc du Petit Prince, nur 50 Minuten vom Europapark entfernt. Aber ich glaube, der große, ganze Allgemeinheit doch noch relativ unbekannt. Und ich freue mich jetzt, mit euch den Park zu entdecken. So, nachdem wir jetzt durch den schönen Eingangstunnel gelaufen sind, der mit so Videomapping und Musik arbeitet, befinden wir uns jetzt auf dem Parkgelände vom Parc du Petit Prince. Und der Park ist ganz interessant angelegt. Das fängt hier in der Mitte an und von diesem Mittelpunkt aus gehe immer so größer werdende Kreise von weg. Wenn man sich den in Google Maps oder Google Earth anschaut, sieht man das auch von oben. Und zwischendrin gibt es dann immer mal wieder so kleine Seen. Also ein echt interessantes Parkdesign und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zur ersten Attraktion. Das wird wahrscheinlich eine Achterbahn. So, wir fahren jetzt hier mit der ersten Achterbahn in diesem Park. Es gibt hier insgesamt 3 Counts, 2 richtige Achterbahnen und eine sehr graue Grauzone, die zeige ich euch nachher noch.
Das hier ist eine Zierer-Achterbahn, exakt dasselbe Layout wie Tabalugas Achterbahn im Holiday Park. Nur, dass sie hier halt im Freien steht und nicht im Holiday Indoor. Passend zum Zug, der als Schlange gestaltet ist, auch so eine Wüste-Thematisierung. Ganz entfernt erinnert es mich ein bisschen an Indiana Jones in Disneyland Paris. Und ja, ich finde das Layout ganz cool für Kinder und Familien. Eine nette Achterbahn und wir fahren jetzt mal eine Runde damit. Da ist ja ein Schlangenkopf im Tunnel, hast du das gesehen? Was es ausmacht, die Bahn nicht im Dunkeln zu fahren, gell? Ja. Dunkeln ist cooler. So, wir sind jetzt gerade mit Le oder Las Serpent gefahren. Ich sag dazu einfach im badischen Schlangenachterbahn. Was richtig cool ist, kurz vor der letzten Bremse gibt es so einen Tunnel. Bei der ersten Runde passiert noch nichts, aber da ist so ein Schlangenkopf-Animatronic drin. Und bei der zweiten Runde, also bei der letzten Runde, faucht er so und bewegt seinen Mund. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, Nebel war jetzt keiner dabei. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn auch kleinere Parks so Effekte in ihre noch so kleine Achterbahne einbauen. Hier sieht man jetzt übrigens mal den Aufbau von diesem Park. Hier ist der Eingang, da kommt man dann rein und hier ist eben alles in so Kreise angelegt und hier ist jetzt gerade die Achterbahn gewesen. Nein, hier ist die Achterbahn gewesen, mit der wir gefahren sind. Das ist eine Achterbahn, mit der wir gleich fahren werden und hier rundum gibt es dann verschiedene Attraktionen und ganz viel auch so interaktiv zum Entdecken und das zeichnet auch diesen Park ein bisschen aus. Der hat jetzt nicht unglaublich viele Attraktionen, aber in viele Attraktionen, die keine Fahrgeschäfte sind, ein großer pädagogischer Ansatz so. Wir fahren jetzt mit einer weiteren Achterbahn hier und zwar Pierre de Tonnerre, ein Spinning Coaster von Reverchon, ein Junior Spinning Coaster mit einem, wie ich finde, total kuriosen Layout. Das sieht aus, als hätten wir es mit Rollercoaster Tycoon 3 designt, aber schöne Chaise, es passen nur zwei Leute rein. Bei diesem großen Spinning Coaster passen vier rein, das merkt man jetzt an der Kapazität. Hier steht man relativ lang, aber ich freue mich jetzt auch auf die Fahrt und hier ist eine Wespe. Eieiei. Das ist voll bequem. Und los geht's. Die Bremse rausgemacht, so eine Blockbremse. Boah, das ist ja wie eine wilde Maus. Ey, ist ja auch eine spinning wilde Maus sozusagen. So, jetzt drehen wir uns gleich, oder? Oh, ja. Eieiei. Oh. Oh, wir fahren rückwärts. Oh, oder seitwärts. Oh, Ellenbogen angehauen. Oh, Gott. Ganz schön unsachtbar. Oh, mein Mann. Oh. Alter! Das Ding sieht unscheinbarer aus, als es ist. Aua! Die Drehungen kommen so komisch irgendwie, man kann das nicht vorhersehen. Ja, Euromir ist nicht der einzige Spinning Coaster, der wehtut. Das Ding ist so unscheinbar, aber durch die Sitze und die enge Radie kann man gar nicht vorhersehen, wie sich das dreht. Und wenn man nicht aufpasst, haut man sich das ein oder andere Mal die Schulter an. Trotzdem eigentlich eine recht schicke Anlage, fährt dann am Ende auch wieder durch so einen Felsen durch, wo es ein bisschen qualmt und donnert. Also nett gemacht sind die Anlage, da kann man gar nichts sagen hier.
Boah, wie der sich dreht. Wir stehen jetzt hier bei der Wildwasserbahn vom Park an. Das ist eine Anlage von Zoké und verfolgt einen etwas anderen Theming-Ansatz, und zwar Atlantik Süd heißt die Anlage. Die Boote sind, welche Überraschung, als so Flugzeuge gestaltet. Die Anlage hat eine Abfahrt, die auch nicht sonderlich hoch ist, aber ich habe zuvor gesehen, dass sie relativ nass sein soll. Wenn es uns erwischt, dann werden wir richtig nass, und wenn nicht, dann bleiben wir, glaube ich, relativ trocken. Ich bin mal gespannt. Allez les gars, vous voulez charger, vous pouvez décoller. So Leute, das ist fies. Hier ist der Splashdown, der Auslauf, und hier geht das Layout relativ nah dran vorbei. Und wenn da die Taktung nicht stimmt und ein Boot kommt, werde mir komplett nass. Ernsthaft? Wir hatten jetzt Glück. Wir hatten jetzt Glück, aber das erinnert mich sehr an die Wildwasserbahn 2 aus dem Heidepark, wo man auch so hart nass wurde. Vor bei 480 Kilometern. Der Saga Kaim Gürtel. Kein Geschirr mehr an Bord. Jawohl. Mir rennt das ganze Wasser in meine Arschritze, was hier auf der Sitzbank liegt. Oh. Der ZLD-Kommandant, auf 13 Uhr bei 480 Kilometern, sehr starker Kalmgürtel, kein Geschirr mehr an Bord, viel Erfolg. Voll geil mit dieser deutschen Durchsage auch, also das finde ich, ja, find ich echt cool. Jetzt geht's abwärts. Oh nee. Oh! Oh! Bist du trocken? Ich bin komplett nass schon wieder. Das fehlt ja jetzt erst. Eine Abfahrt, aber dafür nass. Es hat sich gelohnt, aber es ist ja warm, da trocknet man schnell. So, nachdem wir jetzt mal mit ein paar Outdoor-Attraktionen und den richtigen Fahrgeschäften hier im Parc des Petits Princes gefahren sind, schauen wir uns jetzt mal die einzelnen Indoor-Attraktionen hier an. Es gibt nämlich immer mal wieder so kleine Gebäude, wie jetzt das zum Beispiel hier an der Seite, wo dann Shows drin stattfinden oder auch einzelne Attraktionen sich verstecken. Es gibt hier jetzt natürlich keine Dark Rides, aber so kleine Walkthrough-Attraktionen, die ich ziemlich gut in Erinnerung habe. Und das hier heißt Vol de Nuit, also Nachtflug. Hätte ich jetzt auch gewusst, wenn es nicht auf Deutsch da gestanden hätte. Und da gehen wir jetzt mal durch. Habe ich, glaube ich, sogar recht cool in Erinnerung gehabt. Ah.
Sind es nicht diese Geräte, wo im Teleshopping immer verkauft werde, wo man dann abnimmt, weil es das Fett wegrüttelt? Die Hauptattraktion für viele hier in diesem Freizeitpark ist auch gleichzeitig eine Attraktion, die man meines Wissens nach bis auf im Disneyland, und da ist eine Attraktion außerhalb des Freizeitparks, nirgends so wirklich findet. Und zwar gibt es hier einen Ballon, der an einem Stahlseil hängt, und der fliegt dann so, ich glaube, 150 Meter in die Höhe. Der wird mit so einer Seilwinde nach oben gelassen und wird dann wieder runtergezogen. Aufgrund des relativ windigen Wetters heute ist die Attraktion nicht in Betrieb. Finde ich nicht schlimm. Ich mag sowas gar nicht. Wäre wahrscheinlich persönlich auch gar nicht mitgefahren. Das Coole ist aber, der Park bietet eine VR-Option. Das heißt, man kann, auch wenn die Attraktion geschlossen hat, mit virtueller Realität dann trotzdem auf einen Ballonflug gehen. Man kann sogar in diesen Korb unten rein, wo die Leute dann Platz finden, wenn der in die Höhe steigt. Also eine schöne Alternative. Die Wartezeit sieht aber recht lang aus, deswegen werde man es wahrscheinlich trotzdem nicht machen. Ich habe das gesehen, wir waren jetzt gerade in so einer Trampolinhalle, wo übrigens auch Erwachsene bis 120 Kilo mitspringen dürfen. Ich hatte jetzt keine Lust, man musste ein bisschen da warten, aber das ist richtig cool inszeniert mit so einer kleinen Lightshow und Musik, die dann währenddessen kommt. Und generell muss ich mal sagen, wir sind jetzt seit kurz nach 4 hier im Park. Der Park hat heute bis 23 Uhr offen, das ist so ein Event, das heißt Nacht der Sterne. Wir haben dann ein Abendticket für 17 Euro gekauft. Es gibt hier eine Familienkarte für 70 Euro online. Und die Tageskarte kostet sowas um die 20 Euro. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich echt cool, wenn man bedenkt, was man für eine Trampolinhalle schon bezahlt als Familie oder jetzt auch im Disneyland für diesen, wo ist er, für diesen Ballon, wenn er natürlich fährt. Aber auch die Ballonflugzeiten kann man sich immer am Vormittag oder beziehungsweise am Tag des Besuchs im Internet anschauen. Da wird dann geschrieben, ob der Ballon vormittags und nachmittags fliegen kann oder nicht. Also ja, finde ich echt cool gemacht und ein echt kleiner, netter und auch sympathischer Park. Hier ist auch ganz viel auf Deutsch. Die Homepage ist komplett auf Deutsch. Also kann man nicht meckern. Kriegt so manch größerer Freizeitpark mit ein paar Millionen Besucher im Jahr nicht hin hier in Frankreich. Muss man echt an dieser Stelle mal erwähnt haben. So, Susi und ich haben uns jetzt einen Panaché geholt, süßer Becher, wie ich finde. Und dann kann man sich hier rund um einen Tisch hinsetzen und dann fährt das Teil hier diesen Turm hoch. Das ist nicht schnell, das dreht sich nicht, aber durch diese relativ freie Sitzposition doch nicht zu unterschätzen mit der Höhe. So, dann heißt es jetzt einmal anschnallen. Bist du gespannt? Ich habe ein bisschen Muffensausen, um ehrlich zu sein. Es geht hoch und ihr seht schon, wie frei man hier sitzt. Susi nicht. Susi hat noch ein sicheres Boden unter den Füßen. Und wir steigen jetzt in die Höhe. Ja.
Leute, das ist echt was, was man gern unterschätzt. Das ist scheiße hoch, Mann. Boah. Und wie gefällt's dir? Ich warte die ganze Zeit auf den Fall. Ach, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Aber es ist schon eine interessante Konstruktion und also runtergucken darf man nicht so lang, sonst Gott sei Dank bleibt es nicht so lang oben. Dann haben wir wieder sichere Boden unter den Füßen. Und es ist echt windig. Gott sei Dank, es geht wieder nach unten. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fand es jetzt schlimmer als Riesenradfahren. Das ist unterschätzt, man. Das sieht von unten nicht so hoch aus und durch die Sitzposition. Also, das Coolste jetzt mal gemacht zu haben, ist auch wieder so ein bisschen was Einzigartiges, wenn man es gerade aus dem Park Asterix kennt. Aber wie gesagt, wenn ihr hier seid, unterschätzt es nicht. Unterschätzt es wirklich nicht. Wir sind voll schnell, oder? So. Gleich nur noch wenige Zentimeter. Für mich war's angenehm. Gott sei Dank, es ist vorbei. Wenn ich auf sowas wippe, habe ich immer Angst, dass es aus der Verankerung reißt. Oder mal so abrutscht und es dann nochmal zurückkommt und einem in die, ich sage jetzt mal, empfindlichere Zone eines Mannes zurückschnellt. Ja, übrigens, der Park hat total viele Spielplätze und so Spielgeräte. Eigentlich auch echt schön, so ein bisschen bei der Wildwasserbahn hinten. Gibt es auch noch einen Spielplatz-Count, da gehen wir jetzt gleich nochmal hin. Den habe ich schon, wir sind damals 2014 extra in diesen Park gefahren, wegen diesem Count habe 23 Euro Eintritt bezahlt. Und ja, Susi muss das noch unbedingt machen. Jo, sie sahen eine Person, die die sicherheitsrelevante Dinge in einem Freizeitpark umgeht. Alles für den Kauf. Super! CC plus 1, yeah! Wir gönnen uns gerade wieder Hochgenuss des französischen Freizeitparkessens, Chetem. Ich wollte euch ja noch ganz kurz mal erzählen, was es mit diesem Freizeitpark so auf sich hat. Den Parc des Petits Princes gibt es, glaube ich, erst so seit 2013. Dieses ganze Gelände gibt es aber schon seit den 2000er Jahre. Und zwar hieß es davor Bioskop. Es war mehr so ein Freizeitpark, der sich so ein bisschen aufs Thema Wissenschaft ausgerichtet hat, wurde meines Wissens nach sogar von Grevin geplant, also die Kette, die dann aus dem Park Asterix hervorgegangen ist, ganz so durchblickend tue ich da auch nicht. Walibi Parks spielen da auch noch irgendwie eine Rolle, aber das tut nicht zur Sache. Das ging dann pleite, weil die erwartete Umsätze und Besucherzahlen nicht generiert werden konnte. Und dann wurde hier dieses Gelände eben übernommen und wird jetzt seit einigen Jahren nach und nach aufgehübscht und immer mal wieder ausgebaut. Die Attraktionen, die ich euch jetzt gezeigt habe, zumindest die Fahrgeschäfte, die sind alle in den letzten Jahren eben entstanden, was ich echt cool finde. Zeichne mir ein Schaf. Augen? Nase, Mund. Beine 1, 2, 3, 4. Schafe haben einen Schwanz, oder? It looks so cool. Lecker, lecker.
finde meine GoPro total geil. Oh! Alter, der legt ja gleich los. Hat auch was, so im Sonnenuntergang Welleflieger zu fahren. Oh, fertig. Das ist übrigens voll der komfortable Welleflug von Zierer. Schaut euch mal die Sitzschale an. Und auch der Verschluss funktioniert mit so einem Klicker. Eine kleinere Version von dem, was man zum Beispiel bei Intermin bei dieser Freefall-Türme kennt. Eigentlich eine echt schöne Anlage. Sieht echt hübsch aus, das Ding. Das war's von mir hier aus dem Parc de Petit Prince und insgesamt aus dem Elsass. Ich hoffe, euch hat die Tagestour gefallen. Sowas sieht man ja auf meinem Kanal nicht so häufig. Ein Tag mit mehreren Locations wechselt. Ich muss aber sagen, es hat wirklich Spaß gemacht. Und jetzt der Parc de Petit Prince. Ein wirklich süßer, kleiner Familienpark mit einem etwas anderen Ansatz. Ein echt cooles Thema, das man so nirgends findet in einem anderen Freizeitpark. Und ein Park, den man wirklich auch als Deutscher durchaus mal besuchen kann. Denn hier wird ganz, ganz viel auch auf Deutsch übersetzt. Es gibt noch Shows, die habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Auch da gibt es, so wie ich gesehen habe, zum Beispiel im 3D-Kino deutsche Übersetzungen. Das finde ich echt cool und das ist auch hier für die Nähe der Grenze zu Deutschland nicht wirklich typisch für Frankreich. Also da muss ich wirklich mal den Park loben, der das echt gut hinkriegt mit der Bilingualität. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich hoffe, ihr wurdet inspiriert, neue Ziele zu entdecken und bis dahin bleibt dran. Ciao.